möchte einfach mal einen großen Applaus für dieses Team, für das ganze Team Blau-Weiß Berlin, für die ersten Damen, einen großen Applaus. Es ist vollbracht. Die Damen des TC Blau-Weiß Berlin werden auch im kommenden Jahr in der ersten Bundesliga gegen die deutsche Tenniselite antreten. Nicht nur den Spielerinnen, sondern auch Trainer Alexander Dersch fällt nach dem Klassenerhalt eine sichtlich große Last von den Schultern. Es war spannend bis zum Schluss. Es hätte alles passieren können. Und ja, das Team hat heute einen unglaublichen Willen gezeigt und hat im letzten Endes nur 4-5 verloren. Und es war ein Spiel auf Messerschneide und ja. Ja, also wir haben uns alle richtig gefreut. Also ich bin unglaublich stolz auf das Team hier. Wir haben es gemeinsam geschafft und einfach überglücklich, dass wir es am Ende noch so einem engen Spieltag noch geschafft haben, die Klasse zu halten. Einfach pure Erleichterung, ja. Durch den knappen 5-4-Sieg am vergangenen Spieltag in Dresden ist der Ausgang der Saison so offen wie selten. Denn sowohl Bad Vilbel, Weihingen, Dresden als auch der TC Blau-Weiß kämpfen am letzten Spieltag gegen den Abstieg. Das Wichtigste ist daher zu punkten. Doch die Berlinerinnen erwischen ausgerechnet heute einen schlechten Start und geraten in allen Einzelmatches in Rückstand. Lediglich Martina Kolmeckner gelingt es, sich gegen ihre italienische Landsfrau Angelica Moratelli durchzusetzen. Nach einem 1:6 im ersten Satz dreht sie das Spiel im zweiten und gewinnt den Match-Tiebreak schließlich mit 10:8. Mein Einzelmatch war hart, weil ich Italienerin bin und gegen meine Landsfrau gespielt habe. Das ist nicht immer leicht. Ich habe dann den ersten Satz so schnell abgegeben, dass ich mich erstmal wieder fokussieren und pushen musste und mir gesagt habe, dass ich einfach weiterkämpfen muss. Da im Anschluss aber auch Anna Klaassen und Tiziana Marie Schomburg ihre Einzelpartien nicht gewinnen können, hängt es schlussendlich an der Nummer 1 von Blau-Weiß. Rebecca Peterson, die gerade zur rechten Zeit zurück in Berlin ist, macht ein bärenstarkes Spiel. Sie siegt in 2 Sätzen mit 6:4 und 6:2 gegen Paula Omecea. Und wir hatten wirklich ganz, ganz großes Glück, dass unsere Nummer 1, Rebecca Peterson, heute zum Team dazukommen konnte, weil gestern in Schweden im Turnier im Finale eine Spielerin zurückgezogen hat. Somit war sie verfügbar und ja, das war das Quäntchen Glück, was uns dann am letzten Endes dann auch ausgezeichnet hat, den Sieg einzufahren, weil mit Rebecca ist natürlich die Mannschaft deutlich stärker. Mit diesem Rückenwind und dem Wissen, dass nur ein Sieg im Doppel den Klassenerhalt sichert, spielen die Berlinerinnen nun nochmal auf. Die Erlösung bringen schließlich Charlotte Klaassen und Tiziana Marie Schomburg. Sie siegen mit 7:5 und 6:1 gegen das Duo Emily Seibold und Celia Servino-Ruiz. Das war einfach ein hohes Niveau, was wir da gezeigt haben und ich bin echt stolz, dass wir dann als erstes den Punkt geholt haben und dann auch den Klassenerhalt damit geschafft hatten. Und das ist alles, was heute zählt. Nun werden die Spielerinnen erst einmal ihre eigenen Ziele verfolgen, bevor sie dann spätestens im nächsten Jahr pünktlich zum Bundesligastart wieder zusammenkommen, um erneut gegen die deutsche Tenniselite anzutreten. Das, was geworden ist.